So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es die Top 10 Vorschau auf das vierte Quartal. Ich weiß, ich bin schon ein bisschen hinterher, weil wir ja einen Start bereits schon hatten. Und wir fangen einfach mal direkt an heute mit der Top 10. Ich werde heute mal die Filme rauslassen, die es nicht in die Top 10 geschafft haben, weil dann liegt es einfach daran, dann werde ich mir die Filme auch höchstwahrscheinlich nicht ansehen oder nicht dazu kommen, aber das Ganze stellt sich dann auch später heraus. Fangen wir an mit Platz Nummer 10 und da haben wir dieses Mal Blade Runner 2049, ja. Ich freue mich auf den Film an sich, weil er schon sehr, sehr gute positive Kritiken bekommen hat. Und den ersten Teil von Blade Runner, den fand ich persönlich, also für mich persönlich gesehen, nicht ganz so gut, ja. Dazu werde ich aber auf jeden Fall mehr in meiner Kritik sagen. Das möchte ich jetzt hier nicht unbedingt weit ausarbeiten. Machen wir weiter mit Platz Nummer 9 und das ist Aus dem Nichts. Ein Film mit Diane Kruger, der, glaube ich, bei den Filmfestspielen von Cannes, wenn ich mich recht entsinne, gelaufen ist und da auch durchweg gar nicht mal so schlecht abgeschnitten hat. Also ein guter Film, muss man sagen. Es ist ein deutscher Film, natürlich mit deutscher Originalsprache. Und deshalb freue ich mich auf diesen Film und ich denke, der könnte relativ gut werden, weil das Ganze ist ja so ein bisschen angelegt an die heutige Zeit, eben auf, dass der Mann von und der Sohn oder der Mann von Diane Kruger in dem Film durch einen Terroranschlag sterben oder bei einem Anschlag sterben, was eben auch auf unsere jetzige Zeit oder vor allem auf die jetzige politische Lage, sage ich jetzt mal, zurückbezogen wird. Deshalb freue ich mich auf den Film. Auf Platz Nummer 8 habe ich Suburbicon, ja, ein Film von George Clooney und das Drehbuch haben, so viel ich weiß, die Coen-Brüder geschrieben und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das Ganze so mir im Trailer angesehen habe, dann habe ich schon gesehen, ja, das passt. Das ist so typisch Coen-Brüder-Film und ich freue mich auf den Film, weil ich Matt Damon sehr, sehr mag und George Clooney Regie gut. Ja, wer erinnert sich noch an Monuments Man? Alles klar, ist ein anderes Thema. Aber Suburbicon wird, denke ich mal, gut mein Platz Nummer 8. Auf Platz Nummer 7 haben wir Detroit, den endlich mal wieder ein Film von Catherine Bigelow. Seit The Hurt Locker und Zero Dark Thirty hat man ja nicht mehr so viel von ihr gehört. Jetzt ist sie endlich mal wieder mit einem neuen Film da. Und zwar Detroit, um die Ausschreitungen damals, ich glaube 70er Jahre in dem Dreh, 70er, 80er Jahre oder 60er, ich weiß es nicht mehr genau. John Boyega wird mitspielen, Anthony Mackie ist mit dabei und ich freue mich auf den Film. Es ist mal diesmal kein Kriegsfilm, den wir gesehen haben, der irgendwo in Afghanistan oder im Irak spielt, sondern diesmal sind wir in Detroit unterwegs. Ich bin gespannt. Schauen wir mal, was das Ganze uns bringen wird. Auf Platz Nummer 6 habe ich American Assassin mit Dylan O'Brien und Michael Keaton in der Hauptrolle. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie er heißt. Und auch hier, wie bei Aus dem Nichts, haben wir auch eine aktuelle Situation, eben dass die Freundin von Dylan O'Brien ebenfalls auch bei einem Terroranschlag ums Leben kommt. Er möchte Rache und kommt in so ein Auswahlprogramm der CIA, wo Michael Keaton der Ausbilder ist. Trailer sahen ganz ordentlich aus. Ich werde den Film auch pünktlich am Mittwoch dann im Kino sehen, um dann hoffentlich am Samstag, also jetzt in einer Woche, euch die Kritik dazu zu liefern. Und da schauen wir einfach mal. Ich glaube, Dylan O'Brien und Michael Keaton ist ein gutes Gespann. Schauen wir mal, wie das Ganze wird. Platz Nummer 5, da habe ich diesmal den ersten Superheldenfilm, den wir haben noch bis Ende des Jahres, nämlich Justice League. Trailer sehen relativ ordentlich aus, auf jeden Fall deutlich besser als die von Batman vs. Superman. Ich mag dieses ganze Schauspielergespann um eben Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa und all den anderen, sage ich jetzt. Das sieht wieder relativ gut aus und ich freue mich auf Justice League. Ich denke aber nicht, dass er Konkurrenz haben wird oder konkurrenzfähig sein kann für Avengers. Vielleicht überzeugt mich der Film aber auch des anderen und ich würde Justice League mehr feiern als Avengers. Persönlich denke ich es nicht, aber lassen wir uns überraschen. Auf Platz Nummer 4 haben wir Thor 3. Thor 3 wird, glaube ich, der kürzeste Marvel-Film aller Zeiten mit, glaube ich, 100 Minuten Lauflänge nur. Zuerst, als ich bei Thor die Trailer gesehen habe, fand ich die nicht so gut.
Aber ich bin mal gespannt. Jetzt mittlerweile habe ich herausgefunden, dass mir der Trailer doch oder die Trailer doch ganz gut gefallen. Und ich denke, dass Thor auf jeden Fall Potenzial haben kann. Ich weiß nicht, ob er besser wird als alle anderen, die ich bisher gesehen habe. Also alle anderen Thor-Teile möchte ich jetzt sagen. Jetzt mal abgesehen von den Avengers und den anderen Marvel-Filmen, denke ich, dass Thor 3 besser sein wird als Thor 2. Aber ich denke, er wird schwächer als Thor 1. Aber da müssen wir dann später drauf zurückgreifen. So, wir haben die Top 3 erreicht. Auf Platz Nummer 3 haben wir Mord im Orient Express. Ja, ich finde die Geschichte dahinter, hinter diesem Film, relativ genial. Ich habe das Buch nicht gelesen und ich habe auch die Erstverfilmung aus den 70er Jahren nicht gesehen. Und deshalb freue ich mich richtig auf diesen Film, weil der Trailer, das ist schon relativ cool aus. Das ist eine interessante Krimi-Geschichte auf jeden Fall. Ich hoffe, dass sie gut umgesetzt ist. Ich werde mir den alten Film. Den alten Teil dazu nicht ansehen. Ja, vorher, manchmal mache ich das ja so, dass ich mir vorher den alten Teil angucke, um zu gucken im Vergleich. Aber diesmal mache ich das Ganze nicht, weil ich möchte im Kino auch ein bisschen überrascht werden, sage ich jetzt mal. Und ich bin gespannt, auf jeden Fall. Machen wir weiter mit Platz Nummer 2 und das ist Schneemann. Ja, auch ein Thriller. Dieses Mal, der, glaube ich, aus Norwegen oder aus irgendeinem skandinavischen Land kommt, mit Michael Fassbender in der Hauptrolle. Auch der Film sieht relativ ordentlich aus. Ja, das ist immer so ein bisschen so Thriller-mäßig. Wenn es wirklich jetzt um so eine Art Serienmörder geht, dann finde ich das auch immer sehr interessant. Das ist immer sehr packend erzählt meistens. Bestes Beispiel ist einfach Sieben. Ja, den Film, den ich bisher wirklich vom Thriller her mäßigen am allerbesten fand. Also wo es jetzt wirklich, Thriller ist ja auch manchmal was anderes. Aber wenn es wirklich so um Serienmörder oder sowas geht, dann finde ich, ist Sieben da immer noch die beste Option. Und Schneemann wird vielleicht nicht genauso gut wie Sieben werden, aber die Geschichte ist dahinter doch relativ interessant. Ich mag Michael Fassbender und deshalb ist das auf meinen Platz Nummer 2 hier. Und ich denke mal, Platz Nummer 1, das werden sich alle denken können, weil das ist vor allem von mir nicht anders zu erwarten. Auf Platz Nummer 1 mit ganz viel Vorsprung: Star Wars Episode 8, Die letzten Jedi. Ich freue mich auf diesen Film einfach. Der erste Trailer, wir haben jetzt erst einen Trailer. Ich hoffe, man hat ja so ein bisschen schon herausblicken lassen, dass vielleicht jetzt bald irgendwie in den nächsten Tagen der zweite Trailer zu Star Wars 8 kommt. Oder der erste Trailer, wir haben ja nur so einen Teaser-Trailer bekommen. Und deshalb Star Wars 8 vom ersten Trailer her. Ich freue mich drauf und ich denke, dass es ein guter Film wird. Deshalb mein Platz Nummer 1. Ich bin raus an der Stelle. Haut da rein und ciao.